Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne lilane Flüssigkeit und die steht nicht ohne Grund auf meinem Tisch. Und der hier ist auch nicht ohne Grund bei mir. Einfach dranbleiben, es wird interessant. Ihr habt danach gefragt und heute gibt es die Antwort. Wer meinen Kanal verfolgt, hat gesehen, Unboxing-Video habe ich schon gemacht zu meiner neuen WIG-Anlage von Voestalpine Böhler Welding. Und der Micha ist heute hier am Start, weil wir gemeinsam die Innerbetriebnahme machen. Innerbetriebnahme, ja, das war eher zu viel. So, und jetzt bauen wir die noch zusammen, weil die Wasserkühlung ist quasi noch getrennt. Das habt ihr ja im Video gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, wir verlinken es in der Beschreibung unten. Es liegt quasi alles in Einzelteilen noch hier. Da ist die schöne pinke Kühlerflüssigkeit, die der Micha jetzt quasi einfüllen wird. Wir stecken das jetzt alles zusammen und dann gehen wir natürlich noch ein bisschen in die Technik, oder? So machen wir das und dann zeigen wir euch ein paar coole Schweißtricks. Genau, also wir gehen quasi in die Details. Natürlich favorisiert, interessiert mich natürlich am meisten Alu. Und ich muss mich natürlich auch mit dem Gerät erstmal ein bisschen auseinandersetzen, weil technisch ist es natürlich ein bisschen anders als meine alte WEGO-Anlage. Und dafür ist der Micha am Start, weil der kennt das Ding in- und auswendig. Also quasi ist das Ganze in zwei Teile unterteilt. Hier haben wir quasi die Wasserkühlung, hinten haben wir jetzt aufgefüllt. Gibt es natürlich auch von Böhler direkt. Und mit den Zweien wird das dann unten angeschlossen. Da ist unten ein kleiner Deckel, der muss abgeschraubt werden. Das hat er, glaube ich, eben schon gemacht. Ne, steckt, glaube ich, noch dran. Und dann verbindet man die Kabel natürlich miteinander, dass die zwei auch miteinander kommunizieren und harmonieren können. So, dann haben wir hier den wassergekühlten Brenner natürlich auch am Start. Und dann sind dafür die zwei Kollegen, die dann angeschlossen werden, damit dann quasi das Wasser durch das Schlauchpaket geführt wird und das Ganze gekühlt wird. Ist wahrscheinlich ein System, werden einige kennen. Ich sage mal, ab 200 Ampere Aufwärtsanlage macht das Ganze schon Sinn. Man schont den Brenner um einiges und natürlich wird die Hand auch beim Schweißen nicht ganz so heiß. Wenn man halt viel schweißt und im Alubereich, wenn man dickeres macht, hat man natürlich auch gerne mal schnell über 200 Ampere am Start. So, also wir stecken sie zusammen und dann gehen wir auf jeden Fall ein bisschen in die Details. Was kann der Kollege hier alles? Und dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen den Brenner schwingen und ein bisschen schweißen. So, da steht die Uranus, aufgebaut, Lüfter ist an, Kühlmittel ist aufgefüllt, Kühlung läuft, alles fertig. Der Micha hat alles schön zusammengebaut. Können wir starten. Und jetzt geht es natürlich darum, dir zu zeigen, was kann das Ding überhaupt alles. Und dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen schweißen damit. Aber jetzt gehen wir erstmal rein, was kann sie, was unterscheidet sie vielleicht von anderen Schweißgeräten. Und dazu haben wir ja den Spezialisten am Start, der eigentlich jeden Tag mit den Geräten zu tun hat. Oder eigentlich? Nee, du hast jeden Tag damit zu tun. Nicht eigentlich, ist so. Ist jeden Tag. Ja. Jeden Tag ein WIG-Schweißer. Ja, außer Samstag, Sonntag. Aber grundsätzlich schon mehrmals in der Woche unsere Geräte, das ist richtig. Also sind auch einige mit WIG-Schweißanlagen bei euch unterwegs? Ist nicht nur, also ich hätte jetzt so das Gefühl, dass es eher Mack ist, weil ich ja so in Deutschland schon auch früher in vielen Firmen gearbeitet habe. Und da war es eigentlich immer so Stahlbau und da ist eigentlich eher so die Mack-Anlagen oder die MIG-Anlagen. Oder haben auch viele eure WIG-Anlagen. Ja, MAC ist natürlich schon der überwiegende Prozess. Ich schätze mal so 60-70%, das ist richtig. Aber die WIG-Anlagen kommen bei uns schon im Schnitt so 30-40% vor. Also ist es leider immer noch ein bisschen weniger. Dann müssen wir WIG-Schweißer noch ein bisschen mehr Gas geben, dass noch mehr WIG-Anlagen in Deutschland unterwegs sind. Sozusagen. So, also wir gehen rein. Ich mache nochmal eine kurze Nahaufnahme von dem Kollegen. Und also nicht von Micha, vom Schweißgerät. Und dann gehen wir in die Einstellung. Wir haben kurz einen Schlachtplan gemacht. Wir fangen jetzt an, zeigen dir quasi die Aluminium-Einstellung. Einmal in der Theorie am Gerät. Was hat es für Vorteile? Was kann man alles Cooles einstellen? Geht ja auch um Pulsfunktion und so weiter. Dann gehen wir an das Blech, machen das Ganze in der Praxis. Und dann hat der Micha noch eine kleine Überraschung, die wir jetzt nicht verraten. Aber das ist eine Thematik, die auf Social Media sehr oft vorkommt, oft gefragt wird. Und die werden wir dann anwenden, aber bei Edelstahlblech. Chrom-Nickel-Blech. Chrom-Nickel-Stahl, Entschuldigung. Aber jetzt steigen wir ein mit Aluminium. Eine ganz interessante Geschichte, die der Micha mir auch gezeigt hat und gesagt hat, war für mich auch Elektrode, weil du kannst ja auch meistens mit den WIG-Anlagen Elektrode schweißen. Und dann kannst du am Schweißgerät quasi in den Einstellungen ändern, ob du sie auf Plus- oder auf Minuspol schweißt. Bei den einfachen Geräten kennst du es vielleicht maximal, wo du dann halt den Plus- und den Minuspol dann, klar, nicht mit dem WIG-Brenner, sondern mit dem Elektrodehalter wechseln musst.
Und das geht hier einfach auf Knopfdruck in wenigen Sekunden. War für mich zum Beispiel wichtig beim Video, wo ich den Kaugussmotor geschweißt habe. Ja, da musst. Genau, dann habe ich ja jedes Mal, entweder habe ich mit der Nive oder mit der Rhein-Nickel-Elektrode, und dann habe ich das jedes Mal mit dem einfachen Gerät drehen müssen. Sparst du natürlich hier, wenn du es 20 Mal am Tag machst. Haufen Zeit. Ja. Ist schon ein bisschen was. So. Und das Allerbeste. Sieht man mich, jetzt sieht du bist, man mich. Du musst nicht so weit zurück. Das so. Ist nur vorne, weil das Display kleiner ist. Ach so. Und das Allerbeste ist, wir können sogar, dass ihr das seht, Elektrode auf Wechselstrom schweißen. Auf Wechselstrom. Welchen Vorteil hat das? Das bedeutet, wenn wir Wechselstrom schweißen, hebt sich die Blaswirkung durch den Polaritätswechsel auf. Und dadurch wird auch verhindert, dass mir Schlacke ins Schmelzbad läuft. Und ich kann die Elektrode besser formen von der Nahtgeometrie her. Du hast mir es vorhin so erklärt, wenn ich richtig Erinnerungen habe, dass wenn man zum Beispiel in eine Ecke speisen muss, ja, dass man das dann dafür nimmt, dass die Schlacke da das nicht... Richtig. Ich kann mit einer dickrotilen Elektrode zum Beispiel in einer Ecke anfangen mit Schweißen auf Wechselstrom und habe damit eben den Vorteil, dass ich keine Schlacke-Einbindung habe. Okay, also geil. Also kann man auch für, also ist für mich das nicht nur eigentlich eine coole Wickanlage, eine ACD-Anlage, sondern weil wir ja auch durch Stahlguss, Grauguss, auch viel Elektrode schweißen, wird es wahrscheinlich in Zukunft mit dem Kollegen hier werden. Ja. Also da freue ich mich eigentlich schon ein bisschen drauf. Ist schon jetzt so. Okay. Das ist schon ein bisschen hippelig. Ah, ja. So, was wir euch jetzt zeigen werden, ist eine ganz einfache Einstellung für das Aluminiumschweißen. Wir beginnen natürlich mit dem, was ich favorisiert den ganzen Tag betreibe. DC Drive bedeutet nur DC schweißen, also Gleichstrom. So, Kalottenbildung ist klar, gell? Wir haben jetzt hier einen Aluklotz. Der Erik hat ja aber immer so einen kleinen Kupferblock liegen, gell? Den nehme ich immer. Ist eigentlich klar, wir zünden. Nicht jeder hat einen Kupferblock, so machen wir das auf Alu. Ja, wir machen ganz normal zünden, wie wenn du schweißen willst quasi. Ich würde es auf jeden Fall immer, bevor du anfängst mit Schweißen machen. Viele machen es auch sofort direkt an der Schweißnaht, finde ich nicht cool. Ich finde immer, die Kalotte muss erst gebildet sein, bevor ich an das Bauteil gehe, wo ich dann zum Schluss schweiße. Genau. Ja? Okay, und los geht's. So. Achtung. Und wie wir jetzt sehen, haben wir einmal gezündet. Schön sehen. Und haben eine perfekte Kalotte ohne Verfärbungen, das heißt ohne Anlauffarben und auch ohne diese schwarzen Verbrennungen ganz am Anfang. Ja. Ich persönlich finde es ein bisschen klein. Ja, man kann ja auch mehr machen. Das kann man noch einstellen. Ja, ja. Okay. Aber ich will trotzdem mal so schweißen. Ich finde halt bei der grünen habe ich halt gut in Verbindung immer mit dem Beko einen etwas größere gehabt. Ja. Das fand ich immer sehr angenehm. So, Einstellung ist ja klar, haben wir gezeigt. Genau, jetzt heften wir das erste Mal kurz. Saubere Hefter. Wir schleifen auch bewusst die Oxidschicht nicht ab. Ich biege das jetzt nur etwas, dass wir jetzt unsere saubere Wurzel schweißen können. Zusatzwerkstoff ALMG5 und. Ja, ist ein ALMG5, 3,2 mm. Absolut saubere Naht. Ah, die sieht schon gut aus. Kaum Oxidschicht aufgerissen, genau, außer das ist, soll. Das ist auch so ein Thema, was ich mega finde. Das haben wir ja damals probiert. Das hat halt beim Beko nicht damals funktioniert. Ja, und ich finde das immer viel, viel optisch jetzt ansprechender. Die Quizfrage, haben wir die Wurzel durch? Was glaubt ihr? Was glaubst du? Ja, also, weil es eine Fanfrage ist, denke ich ja, aber ich hätte nein gesagt. Das glaube ich dir. Ja, das ist natürlich krass. Ja, das ist echt krass, weil du hast vom optischen her, von oben her sah es jetzt nicht so aus. Ja. Hätte mit dem anderen Gerät, was ich bis jetzt so gemacht habe, nicht funktioniert. Deswegen hast du jetzt eines von uns. Also das ist echt krass. Ja. Du kannst auch gerne nochmal die Wolfram-Elektrode zeigen. Weil die halt auch so ganz schön, also heißt im Vergleich zu was ich kenne, baut die sogar auch ein bisschen oben auf, wo man schon so denkt, da ist man doch nie reingekommen. Jetzt schaust du mal noch die Wolfram-Elektrode an. Schöne Kalotte, keine Anlauffarben, absolut saubere Kugel. Ja, schön silber. Ja, wir können die auch gerne nochmal ausmachen.
Das ist halt der Vorteil, da wir eine perfekt aufeinander abgestimmte Schweißmaschine haben. Jetzt siehst du es besser. Warte, man sieht es so immer. Ja. Ja, die sieht sehr, sehr gut aus. Und auch was ich immer zeige, wir verwenden immer Standard-Equipment. Ja. Dass man auch da mit Standard-Equipment trotzdem sehr, sehr gute Schweißergebnisse hinbekommt. Das hatten wir ja uns oft schon ausgetauscht, habe ich ja auch immer nur die 5er drauf. Ich habe jetzt halt den SR9, den habe ich den kleineren Trenner, das ist jetzt der einzige Unterschied, aber es ist genauso Standard. Keine Gaslinse zum Alu-Schweißen. Exakt. Weil es eigentlich eher Kontra ist als ja. Ja, Edelstahl, Stahl, kein Problem, wenn du sagst. Für Stahl brauchst du es auch nicht wirklich, okay. Außer du hast jetzt beengte Verhältnisse. Aber im Regelfall hast du bei Stahl ja nicht das Problem mit zu wenig Schutzgas. Genau. Ja. Das sind wir bei Chromite. Was wir jetzt einmal zeigen, dass wir mit gleicher Einstellung noch Kehlnaht schweißen. Schweißfan, endlich ist es soweit. Unser Online-Kurs ist fertig. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Im Alugussbereich gab es bis heute keine Möglichkeit, das irgendwo zu erlernen. Jetzt ist es aber möglich bei uns im Online-Kurs. Bis wie ich es eben gezeigt habe, bleibt die Kalotte auch schön stabil und klein. Aber auch Aluminiumschweißen. Die Steps von Anfang bis Ende haben wir in einem Online-Kurs in mehreren Modulen zusammengefasst. Bestimme du, wo und wann und in welchem Tempo du das Aluminiumschweißen erlernen möchtest. Also bei Stumpfnaht muss ich jetzt wirklich sagen, das ist schon echt der Hammer. Also das, so wie ich die Optik von Schweißnähten gewohnt bin, hätte ich jetzt nie gedacht, dass da eine geile Wurzel drin ist und die ist der Hammer. Ist halt einfach wichtig, Stabilität beim Aluminium ja sowieso. Micha möchte noch eine Kehlnaht machen, interessiert mich natürlich auch. Gehen wir jetzt rein. Einstellung bleibt dasselbe. Exakt die gleiche Einstellung, gleicher Brenner. Ich mache die Nadel nur ein kleines Stück zurück, die Wolfram-Elektrode. Ich hefte jetzt Kopf. Achtung. So, jetzt kannst du kurz drauf gehen. Auch hier wieder, das Aluminiumblech ist zwar sauber, aber wir haben jetzt auch bewusst hier wieder darauf verzichtet, die Oxidschicht wegzuschleifen, genau wie hier. Viele kennen das vielleicht auch, wenn du bei der Wurzel den Grat nicht wegschleifst, dann hast du immer diesen. Was in der Mitte siehst, ja. Genau, hast du hier gar nicht. Hast du immer diese Oxide, die nicht zusammengelaufen sind, ja. Was bei uns jetzt hier nicht der Fall ist. Ja, und also ich muss es jetzt einfach nochmal wirklich sagen, weil ich diese Oxidschichtaufspringung, diesen weißen Rand, ich mag ihn absolut nicht, weil es halt optisch nicht geil aussieht, ist hier der Hammer, gell? Weil, wenn du eine Verrohrung machst oder so und du hast dann so 4, 5, 6 Schweißnähte nebeneinander oder relativ nah aufeinander, ja. Das wirkt immer sau nervig mit der Oxidschichtaufspringung. Sieht nicht schön aus. Obwohl wir jetzt auch 40% Pluspol haben, ne? Was relativ viel ist, aber ich mag das, weil es halt vom Schweißen etwas flüssiger läuft. Aber das darf jeder selber entscheiden, wie er es möchte. Okay. So. Ich mache die Absaugung an. Ich lege jetzt nur den Hammer oben drauf, damit mein Blech nicht wegrutscht. So. Ich habe auch, warte kurz. Komm, wenn das mein Freund Julian sieht, dann kriege ich Ärger. Aber du hast was zwingend. So versteckt sind sie nicht immer, ist alles am Stock hier. Genau. So. Dann. Achtung. Schweißen, dass wir unten und auf der Rückseite eben nicht durchbrennen. Ja. Die Wurzel ja, hast du ja immer schön gesehen. Deswegen war ja der Witz. Soll ja die Runden. Ja, ich merke schon. Also der Witz kam nicht. Mein Witz kam wieder nicht so an bei Micha. Der hat wieder gedacht, ich bin wirklich doof. Ja, ja. Also. Ja, ich bin jetzt dran. Du bist jetzt dran. Und da bin ich mal gespannt, wie mein neues Schweißgerät geht, weil ich habe noch nicht eine Schweißnaht mitgemacht.
ich gebe ja immer gerne meine Eindrücke und ich glaube, mein Gesicht zeigt es auch ein bisschen, aber das ist ja... Erstmal, wie schnell das Ding zündet. Das ist ja, ich habe drauf gedrückt, war total erschrocken, deswegen habe ich immer erst so an- und ausgemacht, weil ich so erschrocken war, dass das so schnell ging. Und du warst, war der Zweitstrom, der mal kurz gedrückt hat. Genau, das habe ich ja mitgekriegt. Aber ich war erschrocken, dass das so schnell ging. Auf meinem anderen drücke ich drauf, dann verzögert das so gefühlt 2 Sekunden. Und dann, wie das Schmelzbad läuft, geil, ne? Und wie schnell das Blech flüssig ist, ist ja genau mein Ding. Als Dienstleister natürlich perfekt, weil ich will ja fertig werden. Also das ist jetzt echt schon mal... Ja, das sieht doch auch cool aus. Hätten ein bisschen von, wenn vielleicht 10 Ampere, klar, das hat wahrscheinlich noch ein bisschen Wärme. Hätten 10 Ampere runtergehen können. Sieht fast so gut aus wie meins. Na, ist gut, sieht besser aus. Geh mal mit dem Strom runter, was du auch mal testen kannst. Geh mal vom Strom her so auf 30, 40 Ampere und dann halt mal 1 Zentimeter die Wolfram-Elektrode weg und dann siehst du, wie gut das Ding zündet. Probier's mal aus, geh mal auf 30 Ampere. Aber was soll das aber jetzt simulieren? Wie gut das Zündverhalten so, der Maschine okay. ist. Wenn du mal zum Beispiel an Ecken schweißen musst oder so. Wie so ein Zentimeter oder genau, so. Genau, und jetzt gehst du mal an der Ecke draußen lang. Genau. So. Genau, und jetzt zündest du da mal. Ja, das zündet richtig krass. Ich muss mich jetzt ein bisschen an den Zweitstrom gewöhnen, aber ich glaube, das geht schnell. Aber es ist schon... Also eine will ich noch mal machen. Und dann... Achso, wir waren ja eh bei... Keine Ahnung. Das Blech ist ja schon aber warm. Aber wir verraten dem Erik nicht, dass er einen Up-Down-Brenner hat. Das weiß ich doch. Achso, kannst ja. du auch einen Brenner machen? Ja, ja, ja. Klar. Halt mal den Brenner damit. Oh, hoch. Das geht sogar schnell, ey. Ja, und wir können sogar die Schrittweite einstellen. Du kannst bei der Maschine sagen, pro Druck 1 ist ja eigentlich oder 5. Dann kannst du den Strom begrenzen. Ja. Ja, das ist natürlich sogar noch cooler, ja. Ja, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Nicht so schlimm. Aber gut, dass du es gesagt hast. Weißt du, was mir gerade auffällt? Dass wir uns unserem True Color Helm, den wir hier haben, sogar beim Schweißen, ich filme jetzt mal durch meinen Schweißhelm durch, ich glaub, so sogar das Blech sieht. Einen Brenner weggeschoben hast. Und trotzdem funktioniert es, ne? Ja, guck mal, wie das aussieht. Aber es ist noch, können wir den Bereich von der Oxidschicht noch kleiner machen? Ja, du musst schneller schweißen oder wir gehen den Plusstrom noch etwas runter und erhöhen die Frequenz. Schneller? Ja. Wir gehen jetzt mit unserer Einstellung her mal. Guck mal, dass du das siehst. Auf 130 Hertz. Und gehen mal hier runter auf 30%. Lassen den Strom exakt gleich und jetzt schweißt du nochmal. Also schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr mir recht gebt, dass das echt, ja, ich meine, klar, es ist nochmal ein anderes Feeling, wenn man das Ganze selber merkt, wenn man mit schweißt, aber das ist, ich sag mal, alle, die zu einem Workshop zu mir kommen, werden es kennenlernen, weil die können das gerne testen, genau dafür ist es ja da und jetzt natürlich Chrom-Nickel-Stahl, das probieren wir natürlich jetzt auch noch aus. Ja, wir haben hier 2 Bleche vorbereitet, Michael will was machen? Wir schweißen jetzt bei dem, ist das 3 mm? Ja. 3 mm Chrom-Nickel-Stahl in Kilnart. Auch hier wieder Standard-Equipment am Brenner. Und jetzt schweißen wir mal eine schöne, fast anlauffarbenfreie Kilnaht mit Zusatz. Also nicht nur verlaufen lassen, sondern wie es gehört mit Zusatz. Genau. Wir fangen an mit Heften. Ja, schön klein und filigran. Sehr gut. Auch hier, wir spannen uns wieder fest. Ich gehe das mal ein bisschen vor.
Jetzt muss man dazu sagen, ohne Fupa, ohne Pro-Carb, ohne alles, einfach mit einer Standarddüse. Genau. Und 8 Liter. Nur? Ja. Jetzt haben wir auf 12 hochgehen können, weil die nahe zaubern gewesen. Das ist, glaube ich, nur 8 Liter eingestellt. Dann lass uns mal. Nein, bleib sitzen. Geh mal wieder hoch auf 12. Ich schweiß ja Alu immer nur auf 8 Liter. Ja. So, da haben wir natürlich hier die El Creed. So. Jetzt wäre das. Hast du drauf 12? Ja. So, also ihr seht das Blech, hier sind noch mal, da wir ja nicht formiert haben, einmal die. Sieht man das im Licht? Also so sieht die Schweißnaht aus, die ist schon sehr sauber, ne? Das muss man wirklich sagen. Ja. Man sieht hier schon die leichten Anlauffarben auch auf der Rückseite. Und jetzt machen wir das gleiche noch einmal auf der Rückseite vom gleichen Blech mit 12 Liter Gasvorströmung. So. Achtung. Micha kann besser Chrom-Nickel-Stahl als Alu-Schwoll. Ja, das sieht gut aus, ja. Ja. Schlecht. Und auch da, wir haben die Bleche nicht sauber gemacht. Jetzt hört man nicht besser. Wir haben die Bleche nicht extra sauber gemacht. Wir haben auch den Wickstab nicht extra sauber gemacht. Das ist, wie es im Regelfall in den Werkstätten geschweißt wird. Ja. Max holt das Blech, holt den Schweißdraht, schweißt das an. Und trotzdem kriegen wir hier ein sehr, sehr gutes Schweißergebnis. Ja, ich bin immer noch, wie die mich hier anstrahlen, und ich bin halt einfach Alu-Fan, gell? Ich finde das auch schick, keine Frage, aber das zieht mich so, ich muss immer zu ihnen gucken. Dann darfst du den Zuschauern aber auch nicht verraten, dass man noch was Spezielles macht. Genau. Das war quasi der Teil 1 zu Uranus von Voest Alpine. Ja, also ich bin schon mal geflasht wie Sau. Ist natürlich auch cool, wenn man dann so jemanden wie Micha am Start hat, der dann halt auch mit dir mal in die Thematik reingeht komplett. Zeig mal was Schönes, deine Frage war ja immer von den Zuschauern. Sieht man nicht, wie Spannung drauf ist? Ja, bei uns sieht man es. Ja. Also 80 Ampere, circa 8,8 Volt. Stimmt, ja, das kam auch schon immer mal die Frage in Livestreams und so, ja. Genau. Ja, passt auf, kurze Rede, langer Sinn. Wir haben vielleicht Bock, noch einen Teil 2 zu machen mit ein bisschen was Speziellem. Also nochmal ein bisschen, was kann das Ding auch noch Spezielles als, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die Standardsachen. Schreib's gerne in die Kommentare. Wenn du zur der Anlage noch ein paar Fragen hast, natürlich auch unten in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns freuen, einen Daumen da lassen zu dem Video. Mehr Böhler-Sachen, noch einen Daumen nach oben. Dann aber in den Kommentaren unten. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Dann, ciao. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, hier oben findest du nochmal ein anderes Video, was ich schon zu Böhler Welding gemacht habe. Also check das gerne ab und abonnieren nicht vergessen.